Matrosen, Matrosen, euer Ree hier und mein herzliches Beileid, dass ihr eingeschaltet habt zu RPS. RPS. Und ja, Moment Chico am Start, servus. Servus. Wir fahren heute nach Karlsruhe zur Nerdzentrale zum Vincent. Und eigentlich sollte der Gary auch dabei sein, aber der Gary hat verschlafen oder beziehungsweise er meint, er hat eine Tanke gesucht und deswegen kam er zu spät. Und ich bin ein rigoroser zu spät kommen Bestrafer. Deswegen habe ich gesagt so, Jung, kommst du nach? Wir gehen schon mal auf den Flohmarkt. Denn genau, wir gehen jetzt auf zwei Flohmärkte, bevor wir nach Karlsruhe fahren. Und schauen wir mal, was wir finden. Ja, mit dem Chico. Der Chico hat ja in den letzten Wochen in seiner Gegend immer schön abgegrast. Ja. Ich hoffe, dass er ein bisschen von seinem Abgrasglück mitgebracht hat. Denn hier lief es etwas schleppend die letzten Wochen. Es war okay, aber so im Gegensatz zum Chico seinen Funden. Ja, es läuft momentan. Läuft momentan beim Chico definitiv. Ja, wie gesagt, der Gary kommt jetzt danach. Und wir schauen einfach mal, was wir finden. Hoffentlich finden wir was. Heute, es wären drei Flohmärkte. Wir schaffen aber nur zwei von der Zeit her, weil Karlsruhe ist ja 250 Kilometer entfernt. Und wir möchten ja so eine Stunde vor Eröffnung beim Vincent sein. Er öffnet um, ja, neue Eröffnung, genau, aber er öffnet um 11. So, wir haben gesagt, so, wir kommen so gegen 10, weil wir, ja, Early Access kriegen in den Laden. Cool, dann kann ich mit Vincent noch ein bisschen, ja, schnecken und er wird uns, schätze ich mal, eine kleine Tour geben durch den Laden und so weiter und so fort. Und ich würde aber sagen, los geht's. Jo. So Leute, wir sind da und ich habe gerade dem Chico was erklären wollen über den über diesen Flohmarkt hier. Das hier ist die Fläche. Da suchst du irgendwo da einen Parkplatz. Das Ding ist, alles was hier frei ist, hier rechts von dieser Absperrung, ja, alles was hier frei ist, war früher Flohmarktfläche, ja, hier. Und das Krasse ist, hier war auch alles voll. Also es ist nur noch auf einer Hälfte, ihr seht hier, es geht bis ganz davor und es ist nur noch auf dieser Hälfte Flohmarkt. Grund ist, auf der anderen Hälfte, die ich euch gezeigt habe, haben die noch vor kurzem so Zelte aufgebaut für Migranten, für Asylbewerber, die aber nie genutzt wurden. Das waren ohne Scheiß, das waren bestimmt, lass mich lügen, 12 Stück oder so. Also von dem Ende bis zu dem Ende war alles voll mit diesen riesigen Zelten. Und die wurden aber nie benutzt, da war nie ein Mensch drin. Und jetzt sind sie plötzlich weg. Seit ein paar Wochen, Monaten, jetzt sind sie weg. Und keine Ahnung warum, aber es kommen weniger Leute auf diesen Flohmarkt. Normal, in die Jahreszeit ist hier voll, früher. Vor einem Jahr war hier voll, alles voll und jetzt, schade. Das ist wirklich schade, weil ja, das ist wirklich ein Riesenplatz und so. Ja? Naja, egal, schauen wir mal, ob wir was finden. Jo. PlayStation? Jetzt geht's. Wo ist der andere? Normalerweise ist 60 GB ist leider die Frage. Ja. Was kostet die? Das? Ja. 30. Okay. Und was ist das da? Ja? Was da? 10 Euro. Ist das nur die Konsole? Oder nur, Kabel? Nur hier. Was willst du für das? 10 Euro. Funktioniert das auch? Ich weiß nicht, der Kabel. Ah ne, das ist nur der Bildschirm. Was kostet der Kollege? Der Kollege kann da dazu, den hat mein Frau bloß. Na, falsch einpacken, dann raus. Ja, achso, das ist der dazu gehört. Dazu, ja.
Wir müssen mal raus. Ach so. Och, jetzt haben wir schon gefreut. Bin ich schuld, weil ich hab falsch eingepackt. Okay. Ja, es ist ja auch ähnlich, ne? Tatsächlich. Und was kostet dann die da ist, Variation? Da habe ich bloß einmal ein Spiel neu gemacht. Ja. Der ist also ein 50er. 50er. Und das ist es auch wert. Ja, 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 definitiv. So, Gary ist da. Grüß dich, Leute. Hast du verschlafen? Ja, nee, ich habe eine Tankstelle gesucht und alle 5 Tankstellen in meiner Umgebung waren zu. Oh, in der Früh um kurz vor 6. Unprofessionell. Ja. Das lernen wir aber noch. Ja. Schande über mein Haupt. Nein, Gary Cool ist ja sonst immer pünktlich und so. Aber ich bin rigoros. Ich bin rigoros bei Unpünktlichkeit, und das versteht der Gary auch. Ja? Weil nur so lernt man. Ne? Ich habe ihm gesagt, so, ey, wir gehen dann schon mal. Ich habe 2 Minuten gewartet, als wir ausgemacht haben. 2 Minuten. Dann habe ich gesagt, komm, Chico, wir fahren jetzt. Hab dem Gary geschrieben, so, ey, wir sind auf dem Flohmarkt. Komm einfach nach. So. Ist ja nicht weit, ist ja nicht weit. Also, der Chico, ich habe ihm vorhin noch gesagt, ich hoffe... Ihr habt ja gehört, ich hoffe, er bringt etwas Glück mit. Und er hat es tatsächlich, wir haben alle drei am Funde gemacht hier. Wirklich geil. Ich fange mal mit dem Gary an. Und zwar, ich freue mich ultra für ihn. Zeig her. Ach, Sekunde. Für 40 Euronen ein neuwertiger Camcorder von Panasonic. Oh. Und zwar für seinen Channel. Ne? Er hat eine kleine Kamera. Ich habe sogar meine Powerbank dabei, sprich, die ist gerade da drin und lädt. Schluss mit iPhone-Videos. Plus mit iPhone-Videos. Das heißt, er kann heute schon loslegen und filmen, denn da war auch sogar eine 16 GB Speicherkarte drin. Und die Speicherkarte allein, eine 16 GB-Karte, zahlt man so 15 Euro. Ne? 15, 20 Euro. Also für 40 Euro hast du da super, super, super geilen Deal gemacht. Ich lobe mich mal ein bisschen selbst. Ich habe sie gefunden und ich habe sie gesagt, nimm sie mit. Ich hoffe nur, dass sie länger als eine Woche hält. Ja. So, dann geht's weiter. Achso, der Gary hat übrigens noch gefunden, diese Geschichte hier, das Gameboy-Spiel hier, Bart vs. the Juggernauts, das X-Men für den Game Gear und den Game Gear selbst. Yep. Für insgesamt... Also für die drei habe ich jetzt 15 gezahlt. Ja, ist an für sich in gutem Zustand, hat nur vorne einen kleinen Crack. Ne? Aber das ist halt diese Scheibe, die man ja so abkriegen kann. Man kann sich die Dinger optimal wieder nachholen, also... Ja. Also für 5 kosten 5 Euro kostet so eine Ersatzscheibe. Ne? Richtig, 5. Genau. Also 15 Euro meckern wir jetzt mal für den Deal nicht rum. War bei einem Händler, bei dem ich übrigens diese lose Super Nintendo bisschen sauber machen und dann ist es so wieder okay. Also die Super Nintendo habe ich bei dem mitgenommen, das Street Fighter 2, diesen Universal-Adapter und den Super Game Boy für 20 Euro. Und da kann man echt nichts sagen für... Ja, die Super Nintendo so lose, sage ich mal, 15, 20 Euro. Mhm. Ja, und das war eigentlich schon der Deal, ne? Den Gameboy-Adapter hat er doch sogar so gut wie umsonst mit draufgegeben. Der hat mir quasi die drei Dinger hier umsonst. Gut, sagen wir mal 15 Euro für die lose Konsole, ein bisschen sauber machen, wenn man sie jetzt weitergeben würde. Ich hab heute die ganzen Sachen, die ich heute eingekauft habe, bis auf ein paar hier Blu-rays und so, habe ich... quasi für den Vincent mitgenommen, weil vielleicht kann ich bei ihm schönen Store-Credit im Eintausch kriegen. Also wie gesagt, ne, das Street Fighter ist, wenn man das so an den Mann weitergibt, ist es ja, also in dem Zustand einen guten Zehner, sagen wir mal einen Zehner. Der Universal-Adapter ist bei meinem Zehner, Super Game Boy 5er, also das war wirklich ein sehr, sehr guter Deal. Ich weiß halt nur nicht, ob sie funktioniert und ich bin auch ein bisschen blöd, weil vorhin, ich wollte das Spiel reinstecken und dann mache ich so... So. Und dann wollte ich schon Amok laufen und der Gary, warte mal. Jetzt geht's. Meine Fresse. So, weiter geht's, sonst dauert das hier alles zu lange. Die drei Games hier habe ich mitgenommen. Eventuell auch für den Vincent zum Eintauschen. Einmal Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed. Zwar in der Platinum-Version, also die zwei zumindest. Aber die habe ich mitgenommen für, weißt du es noch? 5 Euro. 5 Euro. Kann man machen. Die UK-Version. Hä? Sogar die UK-Version. Ist sogar die UK-Version, sage und schreibe. Ja. 5 Euro. Dann habe ich mir für 1 Stuhl für... Mal auch 5 Euro. Mal auch 5 Euro, ne? 4 Blu-ray-Filme. Und zwar einmal Paris, From Paris with Love. Cooler Film mit John Travolta. The Book of Eli mit Denzel. Mit Zell. Und sehr geil, Der Pate 1 und 2. Alle auf Blu-ray für 5 Euro. Hammerhart. Dann
einfach keiner. VHS. Nee, das ist. Was, wie nennt man das? Da sind komische Schiffen drin. Buch. Ein Buch. Ja. Zum Lesen. Lesen. Ach, naja, egal. 1 Euro. Und ich dachte mir, für 1 Euro nimmst du dir mal ein Turtles-Buch mit. Sehr cool. Dann zum Schluss bei einem Stand zuerst das Star Wars 3 für den 3DS für 2 Euro. Ja, sehr, sehr cool. Und dann später war ich nochmal bei dem Stand. So eine Frau. Und da habe ich noch das Skylanders hier gesehen. Das ist komplett, da fehlt nur eine Figur. Und sie wollte erst 10 haben, aber ich war so im Kopf so, ja, eher 5. Weil wie gesagt, 10 wäre eigentlich natürlich ein fairer Preis an für sich. Aber ich bin mir in meinem Kopf mit, ich möchte das gerne beim Vincent eintraden. Also muss ich schon halbwegs davon ausgehen, was er zahlen würde. Weil ich möchte ja einen guten Store-Credit. Und da habe ich dir gesagt, so, ja, also ich muss es jetzt nicht zwingend mitnehmen, maximal, ich weiß, es ist fresh, maximal 5 Euro. Und da hat sie gesagt, mach mal 7. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, wie gesagt, ich muss es nicht unbedingt mitnehmen, aber wenn sie eigentlich, sie haben so ein schönes Lächeln, dann, und ich wollte es schon sagen, okay, mach mal 7, dann sagt sie, ach, nehmen Sie es mit für 5. Also, ein bisschen Honig um den Mund schmieren, ne? Wie gesagt, diese Psychologie auf dem Flohmarkt ist immer wichtig, dann macht man schon hier und da seine wirklich guten Deals. So, und Schleimerei. Apropos gute Deals, der Chico hat auch ein paar gemacht. Ja, ich habe bekommen einen Stand, ein DS. Sehr geil, in sehr schönem Zustand, muss man sagen. Fast Neuzustand, ja. Ist sogar noch die Folie drauf. Unten, oben bin ich mir nicht, ich glaube oben ist keiner, aber unten ist definitiv eine Folie drauf. Genau, das Ladekabel war dabei. Ladekabel dabei, ein paar Games, so jetzt hier nichts, keine großen Kracher. Das Mario Kart war bis dabei auf noch. Das Mario Kart, was steckt denn da drin? Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Siehst ein du? Animal Crossing. Nice. Und so noch ein paar andere Vierlefanz-Sachen. Für? Ja, für 10 Euro. Für 10 Euro. Komm, 15 wohl der. Hast du auch gesagt, dass die Verkäuferin ein schönes Lächeln hat? Nein, das war ein Herr. Hast du ihm gesagt, dass er ein schönes Lächeln hat? Wieso nicht? Nee. Vielleicht hättest du für 5 gekriegt. Ja, danke. So, dann an einem anderen Stand. Da wurde das 3DS-Spiel kostet und die Skylanders. Genau, die zwei. Indiana Jones und Star Wars für den DS. Auch für je 2 Euro. Auch für je 2 Euro. Dann habe ich hinten bei einem Stand gefunden. Die drei? Die drei PSP. Nee, warte mal. Das, nur die zwei, das, ne? Das PSP-Spiel war noch dabei. Bei dem hier auch für 2, ne? Genau, auch für 2. Also den Lot hier für 6. Und dann bei einem anderen Stand für je 2,50 Euro. Und das ist sehr geil. Also die beiden für 5 Euro zusammen. Einmal Mega Drive Collection und einmal Crash Titans. Crash of the Titans. Habe ich durchgespielt. Viele sagen so, ist nicht so toll. Aber ich fand es cool, weil man kann bei dem Teil kann man auf diversen Monstern reiten und ihre Fähigkeiten nutzen und so. Das ist eigentlich, also ich fand es cool, ich habe es auf der PSP habe ich durchgespielt. So. Sind beide komplett, zwar die Essentials, aber zwar Mega Drive Collection. Genau, als Mega Drive Collection selbst als Essentials für 2 Euro lässt du nicht liegen, bitte. Nein. Auf dem Flohmarkt. Auf keinen Fall. So, sehr geil. Und dann hinten bei einem Händler oder bei einem Stand hat er noch PS3-Spiele gehabt. Habe ich 2 PS3-Spiele mitgenommen für 5 Euro. Beide für 5. Also 2,50 Euro für ein Sealed Heavy Rain Move Edition. Achso, das ist die Move Edition. War es nicht immer Move Edition? Doch, das ist die ISO. Nee, es gibt. Es gibt. Also ich weiß nicht, ob man. Kann man das nur mit Move spielen? Nee. Nee, kann man auch mit DualShock. Also man kann mit Move spielen, man muss nicht so. Ja, das ist aber auch so rausgekommen. Ja? Okay, ja. Achso, ich habe vorhin verstanden, du wolltest sagen, man kann nur mit Move spielen. Ja, hier. Schande über dein Haupt und wissen wir. Samcro. Ja, cool. Und nochmal das Batman Arkham. Arkham Asylum. Sehr, 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 sehr geiles Spiel. Und für 5 Euro. Tschisch. Ja. Achso, und ich habe noch für 3 Euro ein Sealed Milka und 2 Sealed Killer Cherry Energy Drinks für unterwegs. Ja, sehr cool. Ja, also ich denke, wir sind alle zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe da noch mal so einen kleinen Überblick über den Flohmarkt. Also wie gesagt, richtig schöner Flohmarkt eigentlich. Wie gesagt, hier wo die ganzen Autos stehen, habe ich vorhin schon erzählt, hier waren auch früher alles voll Flohmarkt, aber der ist immer noch wirklich groß genug. Also es geht bis zu den Bäumen da hinten raus. So. Spieler, ja. Hey, was wird hier geflüstert?
egal. Ich würde jetzt sagen, wir fahren los zum Vincent. Bis gleich. So, jetzt stehen wir leider im Stau und ich bin schuld. 4 Kilometer Stau, der uns eine Stunde kosten wird. Und ja, wir hätten eigentlich laut dem Chico seinem Navi abfahren sollen und wären dann eine halbe Stunde später gekommen, wenn wir mit Landstraße gefahren wären. Um 10.40 Uhr, 45 und dann hätten wir immer noch eine Viertelstunde Puffer gehabt, bis der Laden öffnet. Und jetzt sagt uns das Navi, weil ich habe gesagt, so, ey, warte mal, ich hab in Maps geschaut und der hat mir irgendwie, oder ich habe es nicht richtig gesehen, ich weiß auch nicht, irgendwie nicht angezeigt, dass da Stau ist. Und ich habe zum Typen gesagt, fahr weiter. Und jetzt sind wir weitergefahren und natürlich ist jetzt der Stau. Und laut Navi kommen wir da um 11.47 Uhr an, also. Die Route wird aufgrund aktueller Verkehrsmeldungen neu berechnet. Fast eine Stunde später, das heißt, wir... So ist. Löst sich auf? 10.52 Uhr. 10.52 Uhr! Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, das stimmt. Das löst sich jetzt auf. Weil es würde mir schon hart das Herz brechen, wenn wir es nicht vor der Eröffnung zum Winston schaffen. Jetzt ist wieder 11.45 Uhr. Ist halt momentan nicht. Ja, wie soll draufkommen? Neu berechnet. Schau, jetzt fahren sie alle rechts und wir fahren nicht. Ich melde mich wieder. Gary! So, in Karlsruhe angekommen, nach 1,5 Stunden im Stau. Und zugegeben, es war meine Inkompetenz. Aber der Georg hat das super gemeistert. Ich wäre da voll schon längst ausgeflippt im Stau. 150 Meter rechts abbiegen. Fahren Sie in Richtung Kapitän. Jetzt rechts abbiegen. Mhm. Der Gary hat nichts Bereichendes zu der ganzen Situation beigetragen. Was soll ich beitragen? Ich habe mentale Unterstützung geleistet. Ja, mit den Augen zu. Der hat meinen Navi angemacht. Ja. Sind noch 4,5 Kilometer, Freunde. Wir sind, ja, 1 Stunde und 7 Minuten zu spät. Vorausgesetzt, wir finden gleich einen Parkplatz dort. Und ja, sorry Vincent, ich hätte echt gern die Eröffnung gefilmt. Ja, das wäre super schön gewesen. Ja, wäre cool gewesen. Aber, naja, immerhin kommen wir jetzt an. Und der Andy K. ist schon dort von Andys Retro World. Der hat gemeint, die Bude ist voll. Ja, sehr cool. Bin mal gespannt, ob noch der eine oder andere da ist, wenn wir ankommen. Und ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch den Laden jetzt.
So, Freunde, das war's. Wir müssen jetzt leider los. Ich habe nicht viel mit dem Vincent heute reden können. Der Laden war gerammelt. Weil du so gut Werbung gemacht hast. Wir haben einen kleinen Tauschdeal so untereinander. Das zeige ich euch jetzt unterwegs im Auto, was es da gab. Und auf jeden Fall super fair, der Vincent wie immer. Und es ist immer noch, ja, ihr seht das, aber es war wirklich die ganze Zeit mega voll. Und du bist zufrieden? Ich bin zufrieden, war froh, dich zu sehen. Ja. War froh, die anderen Jungs jetzt zu sehen. Dito. Am Samstag sehen wir uns wieder in Bochum. Ja, genau. In einer Woche ist die Börse in Bochum. Also wer da hinkommen will, gerne. Und dann sehen wir uns da. Würde mich freuen, ja. Ja. Du hast einen Gast. Ich muss weitermachen. Weitermachen, ey, was geht? Also wir sehen uns gleich im Auto und ultra krasse Channel Spende gekriegt. Bis gleich. Josen, Leute, das war's. Wir sind fix und alle, ja, vier Stunden im Laden verbracht und wie gesagt, der war proppevoll. Der Vincent hat fast keine Zeit gehabt, was ja natürlich geil ist. Ich freue mich für ihn, dass der Laden so eine schöne Eröffnung für ihn hatte und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Ich zeige euch jetzt mal so meine Pickups. Ich habe auch richtig geile Channel-Spenden bekommen. Schon mal nochmal vielen Dank an die Jungs. Ich habe mir heute sogar alle Namen aufgeschrieben. So. Die beiden Kollegen hier haben auch ein paar Sachen mitgenommen. Sie zeigen jetzt aber nur eine Sache aus dem Lot. Den Rest könnt ihr auf ihren Channels, einmal bei Chico und einmal beim Gary, finden. Ich verlinke ihre Channels auch unten. Und der Gary darf schnell anfangen. Was hast du dir mitgenommen? Einmal Warriors Orochi 2 für die PSP. Das ist ein Hack and Slay Beat'em Up. Genau. Style. Cool. Guten Kurs, schätze ich mal, beim Vincent. Ne? Definitiv. Und der Chico hat sich was mitgenommen? Und zwar ein Wii U-Spiel, und zwar Paper Mario, wie heißt es? Color Splash, genau. Ja. Was macht man da? Man spielt mit Farben. Genau, du bist halt der Paper Mario und musst halt alles irgendwie in Farben anmalen, deshalb die Farben. Ach, das ist so splatoonisch. Ja. So, ne? Cool. So, wie gesagt, den Rest, was sie sich beim Vincent im Laden mitgenommen haben, seht ihr auf ihren Channels und die verlinke ich in der Beschreibung unten. So, ich fange mal an mit der ersten Channel-Spende und zwar vom Volker und zwar diese Raccoon City Lickers, nicht Lakers, weil das sieht ja aus wie eine Lakers-Mütze. Die Raccoon City Lickers Mütze, also eine Resident Evil Mütze. Ich habe aber leider gesagt, Volker, du bist der Man, dass du so an mich gedacht hast, ne, mit dem schönen Gelb hier und so, aber ich trage leider keine Snapbacks, ich trage nur Full Caps und ist es okay, wenn ich sie jemandem gebe, der definitiv sich noch viel mehr darüber freuen würde, auch ein YouTube-Kollege, hat gesagt, so, ey, gar kein Problem. Ich weiß aber noch nicht von diesen Kollegen, ob er sie haben will, ja, und da warte ich noch auf Nachricht, also danke Volker auf jeden Fall, sehr cool. Dann gab es müsste vom Mario gewesen sein, oder, die Cerealien? Genau. Ja, genau, vom Mario. Vom Mario, also nicht von dem Mario, sondern von einem richtigen Mario. Diese Cerealien, ist das geil? Das sind diese aus den Staaten, die gab es nur in Amerika, oder? Ja. Die gab es nur in Amerika. Das Coole ist, es ist auch ein Amiibo gleichzeitig, also für Marios Odyssey einlösbar. So, sau cool. Natürlich werde ich sie essen. Es gab so viele verrückte Leute, die lassen das zu wert und so. Und da gibt es auch in Amerika und auch hier teilweise richtige krasse Ferengi Sailor Moons, die den Scheiß aufgekauft haben und zu einfach nur zu lächerlichen Preisen angeboten haben im Internet. Weil da Super Mario draufsteht. Einfach nur Mario, vielen, vielen Dank nochmal. Sehr netter Dude und so. Hammerhart. Dann gab es, wie gesagt, einen Tausch mit dem Vincent. Der hat ein paar Sachen von mir bekommen. Ich habe ein paar Sachen von ihm bekommen. Anfangen möchte ich mit 3 Games und 2 Filme. Anfangen möchte ich mit dem Harry Potter und der Stein der Weisen für die PS1. Ich habe das eigentlich für die
Xbox gesucht, beziehungsweise für die, ja, für die PlayStation 2, aber das ist jetzt die PS1-Fassung. Für die anderen Konsolenplattformen hatte das Spiel nicht da. Ist ein, ja, ein simples Third-Person-Game im Harry Potter-Universum. Ich liebe ja die Filme und ich habe einfach mal Bock, da in dem Universum ein bisschen zu gamen. Wir müssen die nächste rechts, Chico. Genau. Dann gab es für die PS4 den dritten Teil und Dankeschön an den Peter Hetmanek, weil ich bin irgendwie durcheinander gekommen. Ich habe irgendwas gehört, das ist irgendwie der Remastered-Teil vom ersten und zweiten, aber es ist nicht so. Batman Arkham Knight. Und zwar, ja, der dritte Teil der Trilogie. Ja, also es gab ja Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City und das ist, wie gesagt, Arkham Knight. Kann ich zu viel über das Spiel sagen. Ich weiß nur, dass mir die ersten beiden Teile absolut super gefallen haben und hier habe ich jetzt den dritten. Und ja, ebenfalls ein zweiter Teil, wo mir der erste sehr gut gefallen hat, habt ihr in meinem PlayStation 4 Video gesehen, in meinem letzten, The Evil Within 2. Der erste Teil war geil und ja, ich freue mich einfach auf den zweiten Teil, Survival Horror. Ja, wie gesagt, in meinem PS4 Sammlungsvideo habe ich für mich, also für mich entschieden damals, dass The Evil Within zumindest auf Konsolen für mich nach Resident Evil 4, beziehungsweise ich will die Dark Space Reihe natürlich auch damit, Trilogie natürlich auch damit reinschmeißen, aber nach Resident Evil 4 für mich mit das beste Survival Horror. Muss ich da runter, ja? Nein. Du musst in 350 Meter runter. Ich muss dem Chico noch beibringen, wie man GPS liest. Ja, also. Und zwei Filme. Den einen kenne ich schon und den anderen kenne ich eigentlich auch schon, aber ich habe es vergessen, dass ich ihn kenne. Bei dem, wo ich wusste, dass ich ihn kenne, ist einmal Lock Up mit Sylvester Stallone. Ein sehr, sehr cooler Knastfilm. Ja. Müsste aus den 90ern sein, frühe 90er. Ja, 1989. Also Lock Up, sehr, sehr cooler Knastfilm mit Sylvester Stallone. Sehr, sehr geiler Film. Ich sage das jetzt noch fünfmal, dass es ein sehr, sehr geiler Film ist. Und ja, ein psychologischer Thriller, sage ich mal, und zwar Mama. Und da habe ich mich jetzt, ich habe vergessen, dass ich ihn schon gesehen habe. Also, ich kann mich zwar nicht an so viel erinnern, der Gary hat nämlich nur vorhin angefangen, das ist doch das mit den zwei Mädchen, die im Wald verschwunden sind und die in der Hütte gefunden wurden, irgendwie ein paar Jahre später, und aber irgendwie bestialische oder tierische Verhaltensmuster angenommen haben, pipapo, ne? Ja, die sind halt verhindert in der Hütte und irgendwas hat sie doch am Leben gehalten. Ja. Und das haben sie für ihre Mutter gehalten. Genau, genau, jetzt kann ich wieder. Aber sehr cool, sehr cooler Film. Ja, ich habe ihn aber noch nicht in der Sammlung, deswegen auch, ja, kann er bleiben jetzt. Ist nur schade, weil ich gedacht habe, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein. So, weiter geht's mit der nächsten Channel-Spende. Und zwar war das und zwar hat er einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch unten, der gute Daumenkrieger. Ja, schaut doch mal beim Daumenkrieger rein. Er hat mir was in die Hand gedrückt, wo ich ihm aber auch gleich gesagt habe, so ey, ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich nichts, was ich benutzen werde. Aber ich meine, egal, behalte es trotzdem. Und habe ich gefragt, okay, das nächste Gewinnspiel, ich meine, auf jeden Fall. Und zwar von PES 2018 diese Uhr. Ja, sehr cool. Also wie gesagt, danke Mr. Daumenkrieger. Das kommt dann bald in dem 2500 Abo-Gewinnspiel. Ist es nicht mehr weit, noch 50 Abos, dann ist dieser nächste kleine Meilenstein 2500 Abos geschafft. Daumenkrieger, dickes Daumen nach oben für dich. Danke. So, dann haben wir noch zwei Sachen drin. Und zwar ein Geschenk von Vincent, das habe ich noch nicht aufgemacht, aber bevor ich das aufmache, zeige ich euch, und zwar heftig, der Alejandro, heißt er gesagt, ich muss das so aussprechen, Alejandro, der kam rein, hat gemeint, wie, ich habe was für dich. Und dann hat er zwei Dinge ausgepackt und er hat gemeint, du kannst dir einen davon aussuchen und ich habe meinen Augen nicht getraut.
Ich habe absolut meinen Augen nicht getraut. Leute. Ist das geil. Ist das geil. Diese Vintage von 1992, diese Vintage WWF-Figuren. Und hier haben wir niemand anderen als den Undertaker. Und Leute, ich weiß genau, dass ich den hatte als Kind, denn ich kann mich noch erinnern, in der Schule, in der dritten oder vierten Klasse hatte ich den dabei und einer meiner Klassenkameraden hat mich richtig genervt und ich war so sauer, dass ich meinen Undertaker genommen habe, ihn in seine Richtung geschmissen habe, er ausgewichen ist und der Undertaker an der Heizung zerscheppert ist, sein Arm ist abgefallen, er war nicht mehr zu benutzen und seitdem habe ich den nicht mehr gesehen und jetzt habe ich ihn wieder sealed. Sealed in der Sammlung. Das ist mega, einfach nur mega. Der Betendo wird sagen, da unten ist der Blister ein bisschen gelb. Nee. Oben hat's geklappt. Das ist der Mega-Shit. Das ist unglaublich geil. Und er hatte noch den Mr. Perfect dabei, den ich auch wirklich sehr gerne gehabt hätte. Aber ich habe mich wirklich doch natürlich für den Undertaker entschieden. Leute. Auch noch mit anderen Alben. Ja, Undertaker noch am Leben. Der wrestelt immer noch, glaube ich, ne? So einmal im Jahr, ein-, zweimal im Jahr. Aber er macht es immer noch in seinem Alter. Ja. Weil wenn ich hier hinten drauf schaue, okay, Hulk Hogan lebt noch, Slaughter lebt noch, Perfect ist gestorben, Coco Beware lebt noch, Bulldog gestorben, Hitman lebt noch, Greg the Hammer Valentine lebt noch, Ricky the Dragon Steamboat müsste noch leben, Warriors gestorben, Typhoon, bin ich mir nicht ganz sicher. Bossman tot, Earthquake tot, Undertaker, klar, lebt noch. Texas Tornado, der Mr. Eric van irgendwas, glaube ich, heißt er. Bei dem weiß ich nicht. Aber hey, Mr. Alejandro Hammerhart, vielen, vielen, vielen Dank. Fett. Saugeil. Woo! Und zu guter Letzt von Vincent das Geschenk. Ich habe keinen Plan, was da drin ist und wir packen das jetzt aus. Okay, das ist sehr cool. Und zwar ist es ja der Hobbit Spielfilm Trilogie und der Herr der Ringe Spielfilm Trilogie. In einem. Okay, bin ich jetzt aber auch sofort ehrlich, mein Man Wilson, ich habe natürlich diese Filme. Alle auf Blu-ray. Mir fehlt eigentlich nur und alle Extended. Das ist die normale Fassung. Also die normale Filmlänge müsste das sein. Ich habe die Extended Cuts von allen. Also ich habe die drei, die Trilogie natürlich von Herr der Ringe und die ersten zwei Hobbit-Filme. Und der dritte ist der einzige, der mir fehlt. Aber den möchte ich dann auch in Überlänge haben natürlich, ne, als Extended Cut. Aber trotzdem, Vincent, vielen Dank dafür. Geil. Und wie gesagt, das werfe ich dann auch ins nächste Gewinnspiel. Dankeschön, Vincent. Hammerhart. Ja, Leute, das war's jetzt für heute. Wir gehen jetzt noch zu meiner Mama, weil das liegt auf dem Weg nach Hause. Grillen dann ein bisschen, schlagen uns die Bäuche voll, lassen uns dort ein bisschen gut gehen. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree und die Chick und Gary. Ciao. Ciao.